Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zelda Hyrule Warriors irgendwas. Zelda. Zelda Hyrule Warriors. Legend of Zelda Hyrule Warriors. Nein, Quatsch. Einfach nur Hyrule Warriors. Definitive Edition. Immer noch in der Mission Das Land in den Wolken. Wir hatten letztes Mal unterbrochen und machen jetzt auch sofort weiter. Hallo erstmal. Genau, hallo meinem Hintergrund. Der ist natürlich auch wieder mit dabei. Ich werde mich hier mal um den bösen Wolf. Oder er kümmert sich um mich. Um den bösen. Der ist gestärkt, ne? Der ist gestärkt hier, der Wolga. Ja, ich habe schon seine erste Form gemacht. Boah, der ist stark. Nee, hast du nicht, Mosi. Hat er dich jetzt. Oh nein! Müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Ja. Oh Scheiße, ich habe nicht auf meine Herzen geachtet. Hast du dich Warum ist er denn so stark? Hast du dich gerade töten lassen? Vom letzten Checkpoint? Ja, vom Speicherpunkt oder vom letzten Checkpoint? Speicherpunkt geht nicht, oder? Ich weiß es nicht. Erfahrungspunkte, Stufenaufstieg sind dir auch sicher, wenn du von vorne anfängst. Ja. Ich kann nicht vom letzten Speicherpunkt. Okay, gut. Naja, sowas passiert auch. Wir machen weiter. Okay. Seid ihr doch schon gewöhnt, oh, oder? Haben wir jetzt das Herzteil noch und alles? Das ist die Frage. Boah, Wolga ist jetzt auf jeden Fall noch gestärkt. Oh, jetzt bin ich Link fast... hat die Südklippenruine erobert. Ja. Jetzt bist du gestorben, oder was? Ich bin quasi in seinem Mega-Angriff gespawnt. Ach du lieber Himmel. Okay. Shit. Also gleich rauslaufen. Sofort. Ja. Leute, geht ja richtig gut los heute. Was? Ich habe ja richtig Bock, jetzt gerade nochmal die Folge neu zu starten. Nee. Gleich weglaufen, genau. Okay, kann man das irgendwo sehen, was man schon gesammelt hat? Können wir mal ganz kurz Pause drücken? Ach, du machst noch deinen Spezialangriff. Wo bin ich denn? Jetzt. Warte mal, kann man hier irgendwo sehen, was man schon alles gesammelt hat. Das ist hier nur Status. Nee. Nur zurück. Mission. Nee, aktiviere den Magiekreis an der Quelle. Fange die Eralfos ab. Das haben wir nämlich schon fertig gehabt eigentlich. Ja, das ne? habe ich ja vorhin gemacht. Aber ich frage jetzt, haben wir das... Na, wir werden es nachher sehen. Zur Not müssen wir es halt nochmal spielen. Ich weiß es jetzt nicht. Also wir hatten ja eigentlich schon beide, aber naja, wir werden sehen. Okay, dann gehe ich mal weiter und mache mir die Festung. Ich glaube schon. Ich war ja hier auf dem Weg nach oben und habe die Festung hier oben eingenommen und das Herzteil hatte ich vorher geholt. Oder den Herzcontainer. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Na Mensch, zwei... Siehst du? Siehst du, passiert nicht nur mir. Ja, nur der Unterschied, dass ich halt... Ja, das war blöd, dass du direkt... Ja. Also ich werde den jetzt auch nicht angreifen. Ich komme mit dir erstmal zur Quelle der Göttin. Ich glaube, dass das jetzt erstmal wichtiger ist, dass wir die aktivieren. Ich denke mal, dass wir den jetzt gar nicht besiegen können. Aber dann seht ihr auch mal, was ist, wenn einer stirbt, dann ist die Mission quasi sofort gescheitert. Der andere kann nicht alleine weiterkämpfen. So. Jetzt müsste hier gleich der Kommandant auf der... Ah, nee, wir haben ja noch ein bisschen... Ein bisschen Balken ist noch. Hier sind so wenig Gegner gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die große Fee, sie ist dort drüben, sagt die Proxy gerade. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal zur großen Fee gehen. Bevor wir uns dann nochmal mit Wolga anlegen. Ich muss auch gucken, dass ich an dem gleich vorbeikomme, ne? Der hat mich ja quasi fast gar nicht vorbeigelassen eben. Ja, mal schauen. Ich konnte vorhin ja auch nicht so fliehen. Mal schauen. Ansonsten porte ich mich an ihm vorbei, wenn ich da jetzt nicht durchkomme. Ich glaube, ich laufe unten wieder lang. Hier in der Richtung. Nicht oben in der Mitte durch. Noch ein Herz. Weil ich habe da auch... Oh, hier ist irgendwie... Ekelbäh. Was man mit einem Bumerang wegmachen kann. Was sich da wohl hinter verbirgt? Hä? Achso, nicht mit dem Bogen. Mit dem Bumerang. Da ist eine Kiste dahinter. Einfach so eine Kiste. Mach die mal auf. Oh, einfach nur eine Waffe. Okay. Immerhin, besser als nichts, hä? Ja. Okay, dann gehe ich mal hier zurück. Achso, das habe ich sowieso voll. Ja, falls ihr das noch nicht selber mitbekommen habt, diese gelben
Geschichten hier, diese quasi Triforce-Teile, die man so finden kann, die laden den Spezialangriff auf. Die grünen Flaschen selbstverständlich die Magieleiste und rote Flaschen hier, sowas hier, wenn man das findet, die laden dann die Herzen auf. Was gibt's denn sonst noch so zu finden? Da ist die Fee, die gute Fee. Oh, hat sie gesagt. Die mit ihrem Leberfleck da im Gesicht auch, ne? Mein Gott, wie viele Geschwister, die gleich aussehen, hat die denn? Ja, das sind halt Hundertlinge. Huch. Passiert halt mal. Guck mal, die Feen! Der scheint ja sehr auf Kürbissuppe abzufahren hier, der Wolkenfisch. Das ist hier, wie heißt er? Bismarck. Volga ist nicht mehr gestärkt. Das finde ich ja prima. Okay, dann denke ich, kann ich ihn jetzt wohl besiegen. Oh, Volga, Freundchen, so nicht. Ich komme dich zu Hilfe. Ich will meinen Spezialangriff noch nicht aktivieren eigentlich, also meinen Magieangriff, weil jetzt ist er geschwächt, oder? Nee. Link. Link! Wo ist er denn? Ich komme hier nicht weg. Siehst du das? Jetzt. Wie er sich voll in die Wand gebackt hat gerade. Schön. Ach, wo ist er denn hin? Fliegt doch nicht so weit weg, Freund. Falsche Richtung, Link. Falsche Richtung. Habe ich den nicht anvisiert? Nee. Mach ihn platt! Na? Der ist doch schon tot. Jetzt. Endlich! Oh! Mission erfolgreich. Volga wurde besiegt. Muss man natürlich noch eine starten. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt schon zu Ende ist. Ja, ich denke schon, weil. Das sollte uns eine kleine Verschnaufpause verschaffen, sagt sie. Ja, doch, scheint zu Ende zu sein. Hat die paar Minuten. Ja gut, es wären jetzt nochmal 10 Minuten gewesen, ne? Da wäre die Folge auch wieder 40 Minuten lang geworden. Sagt Girahim. Laberbagge. Und der Wolkenhort-Hauptmann sagt einfach gar nichts mehr dazu. Er denkt sich nur, oh, der wieder mit seiner Zunge, Alter. Ja. Geh mir bloß weg, du. Der kam mir letztens schon zu nah. Der alte Gammelbärt, der hat so einen Mundgeruch. Tja, da müssen wir wohl noch eine starten. Aber den müssen wir dann wahrscheinlich auch noch in der Mitte unterbrechen, weil das wird ja dann auch wieder nicht reichen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Was war das gerade? Fluchtfussel? Ich hab keine Ahnung. Hab ich irgendwie gelesen. Da seht ihr mal, hier kriegt man halt immer Waffen für andere Charaktere auch. Das seht ihr ja sonst alles gar nicht. Und natürlich Materialien ohne Ende. So. Und wieder ein Bildfragment. Ja, und ein Bildfragment, genau. So sieht das dann mal aus, wenn ihr, wenn man so ein Fragment gefunden hat, kriegt man hier immer so ein Bildschnipsel dazu und irgendwann ist das Bild halt mal fertig. So, das Tutorial-Charakterprofil Fei ist nun verfügbar. Aha. Das Tutorial-Charakterprofil Girahim ist nun verfügbar. Den kann man auch noch spielen. Einmal. Der greift dann mit seiner Zunge an. Wahrscheinlich.
Du kannst nun das Angriffsrepertoire von Link erhöhen. Ja, das ist das, was ich immer zwischen den Folgen quasi mache. Ich würde sagen, ich mache das jetzt auch mal eben gerade zwischen den Folgen und wir sehen uns dann wohl gleich wieder. Okay, wir haben jetzt mal einen kurzen Schnitt gemacht. Und machen jetzt hier weiter mit der nächsten Mission. Letztes Mal hatten wir die gemacht. Ja, genau. Also, mit dem Siegelhain geht es weiter. In die Verbannung heißt die Aufgabe. Und wir brauchen Fei und Link. Hallo übrigens nochmal, Mann im Hintergrund. Ja, hallo. Ich bin auch da. Mitten in der Folge. Jetzt schreit er die Leute an, weil er gedacht hat, er ist zu leise. Ja, Moment. Ich lade dich noch ein. Wie war das hier? Draufdrücken, ne? Ja. Passt das? Ja, passt. Alles passend. Supi! Ich werde Link nehmen mit dem Einhänder. Der, die, das Link. Warte mal, Kombo. Ich weiß immer nicht. Der hat halt 2 Sterne, hat aber nur Kombo 2 plus. Aber ich mache die Kombos ja eh nicht so oft, ne? Ja. Ach komm, ich nehme das mal. Und du musst jetzt leider Fei nehmen. Aber Fei, die war doch auch eigentlich ganz cool. Ich weiß es gar nicht mehr. Fei. Wir hätten das Schwert der Göttin. Das hier könntest du mal nehmen. Da musst du 1000 Gegner töten, um die Dings aufzubrechen. Krieg mal hin. Gut, dann nehmen wir das. Töten wir einfach mal 1000 Gegner. Ist in dem Spiel jetzt nicht schwer. Nee. Uff. The servant of the goddess Hylia joined Link and together they drove away the dragon knight Bulka. But despite the victory, Girahim managed to slip away in the chaos. Hoping to destroy Girahim and close the Gate of Souls, Link followed Fi's advice and hurried to the sealed grounds. The Hyrulean army advanced quickly in order to catch up to their quarry. And that was when Girahim sprang his trap. Ich glaube, es ist gerade angesprungen. Wir lachen, weil die Katze hier im Hintergrund gerade einen Karton zerlegt und uns hier voll die Aufnahme verbaselt, die blöde Ziege. Ach, das war das. Oh, das komische Level. Wo man in die Mitte runter muss. Mhm. Da habe ich mich immer verratscht in dem Ding. Ach, das passt schon. Ja, kriegen wir schon hin. Wo ist denn die jetzt an dem Karton rumknabbern? Einmal. Oh Gott, du hörst es ja nicht, ne? Nee. Macht die ganze Zeit. Ja. Die Fei. Die redet so komisch. Achso, ich könnte ja auch mal anfangen hier. Achso, du gehst da lang. Willst du die Kopfhörer mal aufsetzen? Nee. Noch, nimmer. Nimm mal die Kopfhörer und horch mal, wie die redet. Wir tauschen halt mal die Kopfhörer. Bald hat das ein Ende, hoffentlich. Wir haben nämlich einen Tipp bekommen, wie wir hier das Problem mit dem Ton lösen können. Willst du es mir wieder zurückgeben? Ja, ja, na gut. Ja. Okay, danke. Hör du dir feist Gequatsch an. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade hinrenne. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin. Ah, hier, ich bin hier. Wer bin ich denn? Ich bin grün, oder? Ja. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Lager ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Kombos mache. Y, Y, X, ne? Irgendwie. Das sieht gut aus. Bomben-Upgrade. Ui. Oh. So. Oh, hier sind mal ein paar Gegner. Hat man jetzt auch nicht so oft. Manchmal sind echt viel zu wenig Gegner da. Festungskommandant ist auch schon da. Wie gut bin ich denn heute, Mensch? Oh. Was? Stahlmeister? Ist das nicht Stahlmeister? Ist auch so ein bei dir? Nee, ich bin gerade ein Festungskommandanten. Den ich gerade gebasht habe. Noch einer. Oh, die geben gut Geld, muss ich. Ich weiß nicht, wo man hier hin muss. Und Dekoranas sind hier auch wieder. Eieieiei, habe ich jetzt die Festung eingenommen? Ja, habe ich. Okay, supi. Ich werde mal kurz auf den Bogen wechseln und die da mal erschießen. So, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Besiege den Torwächter am Osttor. Ich glaube, du bist da. Wo das Osttor ist. Ja, mach ich gleich. Okay. Kümmerst du dich drum, ja? Kümmere ich mich drum. Supi. Ja. Aber jetzt kill ich hier erstmal fix die Dekorane. Wie ging das?
Oh. Du musst den Bogen ausrüsten vorher. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie man... Hat die Pfeil überhaupt einen Bogen? Wie hat man den denn eingesetzt? Du musst hier mit dem... mit dem unteren rechten. Genau. Ja, wie man den auswählt, weiß ich. Ich wusste nicht mehr, wie man einsetzt. Nee, ich werde mal nach da oben laufen. Da ist noch... Oh, hier sind aber viele Gegner, Mensch. Außer Hilfe mit dem Torwächter. Sicher? Ja, den kriege ich schon alleine. Zum Torwächter. Okay. Die Pfeil fand ich eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Ist der Dicke noch nicht tot? Ich bin Torwächter. Gekillt. Gekillt, super. Okay, ja. Ich habe hier unten eigentlich nicht so viel zu tun. Momentan zumindest. Aber na, mal gucken. Ich weiß gar nicht, treffen wir hier nochmal auf Kira hin? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, liebe Freunde. Uns wurde gefragt, ob wir denn getrunken hätten in dem Let's Play. Nein, wir trinken prinzipiell nicht. Wir sind eigentlich immer besoffen, wenn wir aufnehmen. Ja, absolut. Das ist ja kein Spaß. Genau. Okay, was kann ich denn noch machen? Anders können wir uns gegenseitig ja auch nicht ertragen. Nee, absolut nicht. Was machst du denn, Link? Warum machst du denn nichts? Ey. Okay, hier komme ich nicht rein. Was steht da? Erobere die Westfestung. Ich gehe hier auf der ich Seite. Ich muss da, glaube ich, nochmal unten rum, ne? Du musst oben, glaube ich, nicht rein. Ich komme da nicht rein, lass die Tür zu. Ich komme da nicht durch. Die haben mich einfach ausgesperrt. Du kommst nicht vorbei. Ja, genau. Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Ja, Harry Potter, genau. Herr der Ringe. Oh, hier sind Verräter. Was? Ja. Er hat die Ostartilleriefestung erobert. Oh. Und, was hast du Schönes gefunden in deiner Kiste? Ich hab keine Kiste. Ja, war da nicht gerade eine Kiste bei dir? Ich dachte, da wäre gerade eine Kiste erschienen. Ich würde gerne mal... Nein, ich würde gerne den da ins Visier nehmen. Wo ist er hin? Ich habe hier gleich zwei Verräter, glaube ich. Hopp, hopp, hopp! Oh, hier sehe ich eine Kiste. Habe ich doch gesagt, da ist eine Kiste. Muss ich jetzt eine Kiste? Ja, eine Kiste. Ich finde es irgendwie total strange, dass Fei keine Arme hat. Die sind unter dem Mantel. Die siehst du bloß nicht. Siehst du, die sind einfach unten. Die hat ganz kurze Arme. So Stumpenarme hat die. Ach, die Arme. Tut mir schon irgendwie so ein bisschen leid. Ja, sie ist ja auch irgendwie kein richtiger Mensch. Sie ist ja. Was ist denn Link? Würdest du. Link? Nein? Nicht so. Hallo? Das ist aber Diskriminierung hier. Zu sagen, dass Feen oder was auch immer die ist. Keine Menschen. Ich weiß nicht, was die eigentlich ist. Gebiete. Oh, das ist übrigens meine Kiste. Ich mach das gleich. Ich hab hier noch einen Verräter und. Oh Gott, ist das grad. Geht's hier gerade drunter und drüber bei mir. Augenblick mal eben. So, ich mach jetzt meine Kiste auf. Halt. Mensch, mitten in der Combo. Immer. Mach die Kiste auf, das gibt's gar nicht. Dreh dich mal um. Ja, ich hab's gesehen. Katze incoming, wenn die jetzt aufs Kreuz hinten drauf springt. Was ist denn mit dir? Bist du blöd oder was? Lass mich in Ruhe. Guck mal einmal nicht hin und dann kriegt man direkt eins ins Rückgrat hier verpasst, ne? So. So, ich hab mal. Du besiegst einen und es ist direkt der nächste da. Ja. Unglaublich. Also, was sollen wir denn überhaupt machen? Haben wir denn irgendeine Aufgabe? Es blinkt hier überall, ja. Alles. Aber wo ich hier bin, ist nichts mehr. Ich habe hier die Festung eingenommen. Ah, jetzt blinkt es auch nicht mehr. Alles klar. Gut, dann würde ich mal nach da unten gehen, wo es als nächstes blinkt, oder? In die Mitte da? Ja. Ich gehe auf der anderen. War die Skulptula schon? Nee, ne? Nee, wir haben noch keine 1000 Gegner. Noch keine 1000 Gegner. Oh, hallo? Bleiben Sie sofort stehen! Jetzt fliege ich hier in jede Festung, die blinkt rein, nur um festzustellen, dass da nichts ist. Super! Doch, da müssen Verräter sein, Philipp. Nee, die habe ich doch schon alle getötet. Ich fliege
fliegt er auch rein, ohne jetzt auf zu blinken. Ja, vielleicht müssen wir einfach gucken, ob da welche sind. Das kann auch sein. Oh, da oben ist ein. Hier sind überall noch Mats, die du liegen hast lassen. Da drüben muss ich nochmal hin. Ach, immer nehmen die hier diesen Punkt ein. Das hatten wir doch, als wir das Spiel das erste Mal gespielt haben, auch, dass die hier ständig diesen einen Punkt wieder eingenommen haben. Weißt du noch? Scheiß drauf, den Punkt. Nein! Wir müssen die totale Macht erlangen, das geht sonst nicht. Auf Link! Okay, Fei hat den Verräter besiegt. Sehr gut, Fei. Ich habe den Redelsführer gefunden, Herr Marsinger. Ja, dann mach ihn platt. Ich bin ja dabei. So. Wie sie aber auch durch die Gegend schwebt, ne? Ja. Fei. Ich hab das gerade mal gesehen bei dir. Okay. Habe ich alles aufgesammelt? Ich glaube schon. Finde den Redelsführer war übrigens auch unsere Aufgabe. Ja, dann schauen wir mal, was das ist. Oh, Fürst Girahim, vergib mir. Was ist denn hier los? Die stehen alle schon wieder so, Mausi. Ich werde mal schon mal rüberlaufen auf die andere Seite. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Die Verräter wurden. Oh! Oh. Das ist doch Schlabber Hannes, oder? Schlabber Hannes, ja. Ich hoffe, er auch danced. Ach, er ist einfach so elegant. Jetzt pass auf. Oh, hat er gerade gesagt. Wie unerfreulich. Habe ich das immer vorgelesen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich denke, wenn sie mich kriegt. Ich sollte diesen Lästling eine kleine Lektion erteilen. Oh, er ja, in seiner Strumpfhose, ne? Oh nein! Es ist... ein Wurm. Mit Zähnen. Und irgendwas im Gesicht. Es ist ein Einhornwurm. Es hat Beine. Es ist ein Wurm mit Beinen. Es hat nur Zähne. Es hat keine Beine. Es sieht aus wie Beine. Guru, Guru, Guru. Da hat gerade einer Guru gesagt. In die Mitte, glaub ich sollte vielleicht auch mal hingucken, wo ich laufe, oder? Ja. Ich glaube. Wie viele Gegner haben wir denn schon besiegt? Kann man das irgendwo sehen? Der Verbannte heißt der übrigens. Der Verbannte? Da ist er. Ah, wir haben noch keine 1000 Gegner. Ich bin hier. Ich glaube, ich habe das Skulltula. Was auch immer, versteckt. Aha, okay. Hat eben entdeckt. So, man kann ja nicht runterschweben. Fürst Girahim. Der alte Lutscher. Der alte Lutscher, you know? Oh, ich fand den gut, du nicht? Ja, fast lustig. Oh. Kein Humor, der Mann. Nein. Oh, da ist ein Link. Ja. Da kümmere ich mich nachher drin. Als man es gehört haben sollte, mein Handy hat gerade vibrated. Ich werde mal in Richtung Verbannter laufen. Da bist du ja schon. So, wie war das jetzt mit dem? Ich glaube, man musste hier die Fußzehen angreifen, ne? Oh Gott! Okay. Was tut es? Bist du irgendwie? Am besten, wenn er sich nicht bewegt, aus dieser Festung angreifen. Sind nicht eigentlich die Skulltula auftauchen? Ja, irgendwann. Ich weiß nicht, wie viele Gegner wir schon haben. Ah, jetzt. Ich geh sie holen. Du gehst sie holen, okay. Um den Verbannten aufzuhalten, musst du das mächtige Katapult einsetzen. Sobald du eine Festung erobert hast, kannst du dich dem mächtigen Katapult nähern und Y drücken, um es einzusetzen. Ein mächtiges Katapult. Okay. Du musst noch dein Herzteil holen, denk dran, ja? Ja, ich komme da oben ja noch nicht rein. Ja, natürlich kommen wir da oben rein.
Ja, stimmt. Ist das mit dem Verbannten, wie auch immer der heißt? Wo musst du nochmal hin? Irgendwo da das Blau. Eine Festung. Ja, da ist eine Festung, die. Ah, ja. Ich versuche das. Leuchtet. Du holst die Skuldula. Die Skuldula. Danke, wir haben eine. Ja, danke. So, wo muss ich jetzt hier? Kaboom! Wie sieht aus, ey? Okay, setze schnell das mächtige Katapult ein. Habe ich doch. Achso. War die Aufgabe jetzt beendet. Aha! Ich verstehe. Müssen wir jetzt wieder zurücklaufen? Kannst du wahrscheinlich draufbämsen. Hinlaufen, herlaufen. Blinden küssen. Wie war das? Ich glaube, dass wir hier oben eh noch hin müssen. Halt, stopp. Ja, ich weiß nicht. Sicher. Der kriegt die doppelte Ladung von mir heute. Und noch ein. Link, wo bist du? Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo, Link. Mach doch noch das. Hm, okay. Na gut. Jetzt ist er, glaube ich, wieder aufgestanden, der Verbannte. Der Verwandte? Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Also im Original Zelda, das ist ja Skyward Sword, was übrigens bald auf die Switch kommt, muss man den hier auf diese Blöbbel bomsen. Dann fällt er auf die Nase, dann muss man den Blobbel alle kaputt machen. Bleiben Sie stehen, Herr Verbannter. Hallo? Och, Menno. Ich glaube, er hebt gleich ab, Mausi. Er leuchtet wie eine Rakete. Ich bin gerade hier oben. Das Teil. Sieht der Dicke auf mich hochgeschmissen. Die! Okay. Nur noch diesen Zeh. Aber alle seine Zehenblobbel zerbamst. Alle Zehen? Alle Zehen. Oh. Tun Sie das nicht, danke. Ich glaube, das war's wieder. Wie viel Leben hat er denn noch? Ich sehe es gar nicht. Ach, da. Mitten in der Kombo, hä? Mitten in der. Ich wollte wirklich gerade eine machen. Yay, drück mal A. So. Ich kann das nicht drücken. Ach, ich muss das auch bei dir drücken. Ja, okay. Du musst das auch bei mir drücken. Ah, ich verstehe. Aber bei dir ist der Trigger dran. Okay. Stehen Sie auf! Das hat doch so keinen Sinn! Aha, er hat seine Zehen. Aua. Vielleicht sollte ich da nicht hingehen, wenn er das macht. Okay, jetzt. Dinge? Okay, er macht komische Blitze aus seinen Füßen. So, den Blitz aus dem Arsch verschießt. Oh, ich bin gleich tot. Was ist denn gut? Vielleicht sollte ich mal ein paar Herzen sammeln. Oh nein, es piept. Gibt's denn hier keine Herzen da hinten? Herzen! Ja, ich komme mal zu dir hin. Zeit ist gleich um. Ach nee, ist gar kein Herz, ist Material, verdammt. Ja, jetzt sagen wir mal nicht ein bisschen überziehen und dafür das Level fertig machen. Ja, ich hoffe, dass es danach vorbei ist, aber wir gucken mal. Jetzt dauert es, glaube ich, noch. Ich muss hier oben, glaube ich, auch noch hin, aber ich bin schon mal hier oben. Also ich glaube, wie lange du noch brauchst. Problem ist, ich kann ihn nicht weiter besiegen. Ich habe keine Energie, ich brauche erstmal Energie. Ja, ich bin auf dem Weg. Machen wir erstmal irgendwo ein paar Herzeli sammeln. Gibt es hier noch rote Pitte? Nee, gibt es gar keine Pitte. Ah. Ein Herz! Zeit, dass du mal zur Potte kommst hier. Ah, jetzt muss man wieder abschießen. Bin, glaube ich, gerade in einer Festung. Moment. Wahrscheinlich nicht in der Liebling. Nee, hier ist keine, keine Katapult. Ach doch, da. Feuer frei. Ich kann das nicht benutzen. Warum nicht? Hallo? Jetzt.
Ey. So, du gibst du wahrscheinlich den Gnadenstoß, wenn ich es endlich geschafft habe, zurückzukriegen. Das könnte gut möglich sein. Ja! Ich glaube, das hat er erlebt. Ich will auch noch mal draufhauen, so sah das gerade aus, wie du da angeschwebt kamst. Ich glaube, er ist dead. Wo ab, du? Okay. Was müssen wir jetzt machen? Neue Befehle warten. Also wenn wir jetzt auch noch Girahim besiegen müssen, dann müssen wir aber kurz einen Schnitt machen, weil das dauert dann zu lange. Ich habe halt gedacht, dann machen wir mal eine längere Folge und dann sind wir wenigstens wieder im Rhythmus. Das, mal das eine Problem ist, ich will hier keine 50-Minuten-Folgen machen, wenn es jetzt noch so lange dauert, weißt du? Ja, aber es ist halt am einfachsten, wenn man eine Folge pro... Also ein... Ja, natürlich ist es am einfachsten. Müssen wir mal gucken. Liebe ich ein. Okay, was soll man denn tun überhaupt? Warte, ich gehe da lang. Achso, du gehst. Hä? Warum bist du vor mir? Ach, das ist die andere Fei. Es ist die andere Fei. Okay. Ja, gut. Wenn es jetzt. Ich hoffe, es dauert nicht zu. Also, wenn es jetzt länger als 10 Minuten überzieht, dann ist es halt eine sehr, sehr, sehr lange Folge. Ach, da freuen die Leute sich auch drüber. Genau, da freuen sich die Leute. Da freuen die sich! Ja. Was, sollen wir die Festung da oben einnehmen oder wie? Weil, aber da können wir ja gar nicht rein. Hier sind die kleineren Festungen erstmal. Ah, ich hab eine eingenommen. Da unten läuft irgendwas Rotes. Ja, das müssen wir aufhalten, glaube ich. Bist du da hin? Du bist, glaube ich, näher dran. Ja, ich will nur die... Wie schießt man denn nochmal so? Die Kurana hier erst noch platt machen. Und auf dem Weg... Lass die hier mal gerade alle stehen und lauf dem hinterher. Könnte Girahim sein, oder? Der Gierschlund? Der Gierschlund. Der alte Schlüpperlecker. Was? Gier. Das hat sie nicht gesagt. Oh, die waren gerade so schön beieinander. Girahim, der alte Schmierlappen. Der alte Schmierlappen. Hast du nicht mal gesehen, wenn er seinen Schmierlappen rausstreckt? Oh, ich habe das schon oft gesehen. Lass mal. Okay. Der hat's erlebt. Gut. Hier muss noch einer sein. Ich würde erstmal bei Herz. Achso, ich bin ja voll. Okay. Okay, ich bin ja voll. Nebenmission erfolgreich. Es war keine Hauptmission. Okay. Schön, jetzt müssen wir da hoch. Okidoki. Dann wollen wir mal nach oben gehen. Jetzt kommt besiege Girahim. Ich bin auf dem Weg. Oh, hier stehen hier viele Gegner rum, hey. Ist er das? Ach nee, das bist du. Hallo. Ich bin gerade die Dicken zerlegt. Ich gehe einfach straight zum Girahim. Huh. Leute, guckt euch das mitten an. In der Combo. Sei ruhig, du kannst ihn doch nicht in seine Leck-Szene reinquatschen. Oh, Entschuldigung. Der ist so eklig einfach nur. Der Dunkelfürst Girahim Gierschlund. Girahim in seinen Lappen. So, Girahim. So, jetzt hab ich die Specialty ja auch getötet. Jetzt komm ich mit. Ich lass dir nichts mehr übrig. Hey! Mein Freund, hier wird nicht einfach rumgeschossen.
Hast du gerade? Ja. Gierschl und Harim? Ja. Und tschüss. Ich habe ihn zurück nach Hause geschickt. Hebe dein Schwert zum Himmel und schwinge es dann nach unten. Ah ja. Da haben wir das erste Siegel versiegelt. Versiegeltes Siegel. So, jetzt machen wir aber ganz schnell einen Schnitt, liebe Freunde. Wir müssen die Folge beenden. Wir sind schon 5 Minuten drüber. Es geht beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Däumchen nach oben da. Oder ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir sagen bis dahin. Und tschüss. Und tschüss.